Und herzlich willkommen hier zurück auf dem Konfi-Kanal zu einer neuen Runde Sleeping Dogs. Und ja, wir sind hier mit dem guten King in der Karaoke-Bar. Wir sollen ihm und den Mädels was vorsingen. Und ja, I Fought a Love and the Clash hatten wir schon. Und bei dem anderen, ja, stellt sich gar nicht die Frage, dass wir auf jeden Fall Iran von Flock of Seagulls singen werden. Auf geht's. Das... jetzt fällt mir erstmal ein, dass sich über die Wahl von Iran bestimmt auch die GEMA freuen wird. Aber dieses Projekt hatte ich schon in den Parts, die ich hochgeladen habe. Ich habe es auch schon mal angeschnitten. So viele GEMA-Claims, da spielt es jetzt auch keine Rolle mehr. So, da habe ich schon... Oh Gott. Ich glaube, das ist... Oh Gott, wie schlecht bin ich denn auf einmal? Diese halben Töne liegen mir gerade irgendwie nicht. Ja, es ist auf jeden Fall keine 100%. Aber wir halten uns noch im grünen Bereich und solange wir im grünen Bereich sind, ist ja erstmal noch alles okay. Am besten, es ist zum Glück auch nicht so laut. Von daher, vielleicht überhört das die GEMA, aber allgemein die Radiomusik habe ich auch nicht laut geschalten. Von daher, kommt es ja aber trotzdem mit. Oh Gott. Aber das tut mir sogar mir weh, dieses... dumme Mikrofongeräusch, oh Gott. Also stellen sie nicht so souverän an, aber ich hoffe mal, es reicht. Wir liefern hier voll die Dance-Show ab. Die richtige Gitarre holen wir hier raus und die da hinten interessiert es gar nicht so richtig. Wenn ich mal nichts dazu sage, dann treffe ich auch ein bisschen mehr. Und schon fange ich wieder an zu reden, dann... Es zeigt es mir wieder deutlich, dass man dann nicht, wenn man dauernd noch ein paar Worte finden muss, so hundertprozentig bei der Sache dabei ist. Aber da beschwert sich doch keiner drüber, ne? So. Jetzt in dem letzten Drittel haben wir uns echt gut angestellt, aber wir haben es am Anfang ziemlich versaut. Aber wir sind noch gut, durfte noch über 90% sein, 96%, also höher als gedacht. Das müsste den Ladies doch gefallen haben. Oh ja. You got balls. I'll give you that. Oh yeah. Hey, wait. Hey, come get a picture of this, will you? Ja, Way here has been promising me a taste of Hong Kong. So. Bitteschön. Okay, es lief wohl diesen Abend noch ein bisschen mehr. Und wie es aussieht, sind wir mit der Liana einmal kurz verschwunden. That's my town, least I can do. Oh, wait. Don't think I'll forget that, man. Come on, my people will like you, huh? You got the right fear. Too many motherfuckers think all you gotta do is jump bad and wear the right colors. Business is a business. Feel me? You gotta be in it with the right people. Yeah, I can see you fitting right in the States even. Yeah. If you ever want to change the scene. I'll keep that in mind. Da oben blinkt schon die Überwachungskamera. Oh, der ist ja auch erstmal gespawnt. Da steht doch hier irgendwo so ein Schläger bei unserem Auto. There you are. I've been waiting for you, a stable guy. Stand back. Stand back. You crazy? This is ISIS. So, ja, bleib einfach mal in den King und mach das schon. So. King schlägt sich auch. So. Ja, haben wir ja schnell erledigt. Ach, der lebt noch. Aua. Aua. Okay. Der Tritt hat gesessen. Was ist mit dem hier los? Ist das irgendein krasser Dance-Move oder? Hat sich der Weber aber mal kurz noch die Liana klar gemacht. So, können jetzt auch noch ein paar kommen, die uns verfolgen. Wir sollen jetzt King zu seinem Hotel bringen. Jetzt geht er nämlich zu Sonny zurück. I'm going back in a week or so, right? I'll tell my boys, I got the man for them. Alright. They want to start slow.
but I'm guessing they can move as much product as you can ship. Schön hier übers Pizza schon wieder. These boys got some big ideas too. I'm talking all the legit shit their money goes into. Gotta go somewhere. You feel me? And the feds back home are really cracking down. Oops. Brothers might be looking for a little offshore stash. Yeah. And the man who set that up, who kept it safe, yeah, he'd have a whole river of green to deal with. You feel me? Well, I could swing that for you. I still got contact stateside who could set up the other side of things. Mm-hmm. Hell yeah. Es scheinen die Polizisten nicht sonderlich gestürzt zu haben, das wird einfach. Da springen wir erstmal auf die Straße fest ins Auto rein. Nah, I mean, look at Sonny Walk. Nah, man. Come on, that's what's good about it. Everybody's a fucking moron. You come in with muscle and money, and you too can call the shots. You got a point. So, hier ist das Hotel vom guten King. Setzen wir ihn doch mal ab. Ist das hier nicht schlecht bei uns right, in die Ecke? Here you go. Thanks, man. I really appreciate it. Really. It's real cool to meet you. We'll see you around. Yeah, for sure. Hopefully first night of many. Well then. Looks like this is the beginning of a beautiful friendship. Alright, man. Take care. Warum auch nicht? Scheint ja ein ganz netter Kerl zu sein. Sehr schön, es müsste ein Triaden-Upgrade geben. Hoffe ich doch mal. Ilianas Telefonnummer. Und ja, die Triadenverbindungen innerhalb der Musikindustrie haben wir uns was freigeschalten. Für ein Level-Up reicht es dann doch noch nicht bei den Triaden. Tja, dann die Jade-Statue zurückbringen. Wir können ja noch zwei Jade-Statuen zurückbringen. Und die nächste Hauptmission haben wir auch schon. Schnelle Mädchen. Wieder hier oben bei Sonny Woe. Aber wir schauen uns erstmal ja, die Triadenverbindungen in die Musikindustrie an. So, laut zahlreicher frei zugänglicher Quellen produziert der amerikanische Musikproduzent King die aktuelle CD für Sonny Woes Schützling Vivien Liu. Bedenkt man Kings Renommee in den USA und die aggressive Vermarktung von Mrs. Liu, ist diese Verbindung auf den ersten Blick nicht weiter verdächtig. Allerdings geht aus verschiedenen EF-Aussagen und Polizeidossiers hervor, dass Wu mit den Triaden zusammenarbeitet und geschäftliche Beziehungen zu Henry Big Smiley, einem Red Bull des Anonym, unterhält. Hauptzweck dieser Verbindungen ist die Geldwäsche. Während Wu das Drogengeld der Triaden mit Hilfe seines Unternehmens wäscht, investiert Lee offizielle Einkünfte aus der Unterhaltungsindustrie in den Kauf illegaler Drogen für den Weiterverkauf auf den gesamten asiatischen Markt. King gilt als Vertreter der West Coast Hip-Hop-Szene. Er ist in South Central Los Angeles aufgewachsen und hält laut LAPD enge Kontakte zu Straßengangs mit starkem Drogenhintergrund. Die DEA nimmt an, dass der eigentliche Zweck von Kings Hongkong-Reise in die Vermittlung regelmäßiger Heroinlieferungen von Hongkong nach Los Angeles und andere Städte an der amerikanischen Westküste sein könnte. Gar nicht so falsch. Sollte dies der Fall sein, sollten seine Reise, seine Kontakte und seine Partner rund um die Uhr überwacht werden. Empfehlung: lückenlose Überwachung von King und Sonny Woe für die Dauer von Kings Aufenthalt. Zusammenarbeit mit DEA und LAPD zur Ermittlung von Kings Kontakten in LA sowie die Einrichtung vorläufiger Nachverfolgungsprotokolle für den Fall, dass eine Verbindung zustande kommt und die Drogenlieferungen aufgenommen werden. Also ist gar nicht so falsch, was die Leutchen hier so in ihrem Artikel geschrieben haben. Ich würde sagen, wir können ja nochmal schauen, ob der Roland noch was für uns hat. Mit Amanda oder können wir uns auch mal wieder treffen eigentlich? Oder Tiffany? Haben auch schon ewig nicht gesehen. Roland, how's it going? Got any work? No, but Yang. Another moron. Runs a massage parlor. He has lots of clients, but never seems to have my money. Go teach him a lesson. Okay, vielleicht liegt das ja auf unserem Weg. Wo ist es denn? Hier? Tatsächlich, wir müssen darüber nach Kennedy Town, da ist auch noch eine Gefälligkeit. Okay, dann machen wir die Statuen vielleicht dann danach oder ein andermal. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum. Wenn wir einen sehen, werde ich mal wieder in ein Taxi reinsteigen. Das ist dann doch wieder ein bisschen weit und so das schnellste Auto haben wir jetzt auch nicht. Ist zwar, ja, da ist ein Taxi. Relativ luxuriös, aber nicht besonders schnell. Daher lassen wir den jetzt hier einfach stehen. Da oben ist ein Gesundheitsschrein, aber den haben wir schon. Was zeigst du mir denn den Finger? Ich will in den scheiß Taxi einsteigen. So, müssen wir hier hinfahren. Genau dahin geht's nicht. Wir können ja mit dem Taxi nur bestimmte Punkte anfahren und nicht uns überall niederlassen, wo wir wollen.
Können wir uns jetzt eigentlich momentan schon einen Anzug leisten? Oder ist da unsere Ansehensstufe noch zu gering? Ne, alles Ansehen 6 und 8, okay. Ja, halt doch einfach mal dein Maul, wie wär's denn damit? So, seit Massagesalon scheint der gut zu laufen. Schauen wir mal, ob das dann immer noch so gut läuft, wenn wir mal da waren. Was ist denn das hier? Was können wir denn hier kaufen? Ding ding, ein Dragon Kick. Nö. Dum dum. Unser Dragon Kick ist noch, den wir momentan haben, so ein ganz kleines bisschen aktiv. Der läuft aber auch gleich ab. So, hier ist der Massagesalon. Schauen wir mal, ob der gute Norbert Yang da ist. Ah, steht wohl hier gleich am Tresen. Wie praktisch. Norbert, you're behind on your payments to Roland. You need to make good today. Fuck you and fuck Roland. I've got friends in the police department. You don't dare fuck with me. I bring the whole world of hurt down on you. You sure about that? You can't touch me and you know it. So like I said, fuck you. Okay. Einige Landstreicher aus der Kasse rufen. Also die Mission hier von Roland sind auch ein bisschen abwechslungsreich. Nicht immer irgendwie nur eine Verfolgungsjagd oder so. So, wir heuern hier mal ein paar Landstreicher an. Für 30 Dollar. Hey, bitte schön. Guys, wanna make a quick buck? What we got to do? Just be yourself. $10 each. I can be myself. Hey, follow me. Deal. Die machen jetzt ein bisschen Halligalli in dem Massagesalon, dass da keine Kunden mehr reinkommen, ja? I'm not doing too well. I didn't sign for no help. Hallo, bin wieder da. Hab ein paar Kumpels mitgebracht. Hey, Norbert, brought you some customers. Excuse me. Okay, die lassen erstmal Knaller los, der kotzt hier in den Stuhl rein. Wunderbar. Was hat der andere gemacht? Ach, der pisst da hinten an die Pflanze ran. Okay. You got police protection from this? Okay, okay, I'll pay. Geht doch, warum nicht gleich so? So. Aber die Typen lasse ich mal bei dir, das ist dein Problem. Wir sind hier fertig, wir haben das Geld. Wir wollen bestimmt zufrieden mit uns sein. Oh, das gibt wieder 20.000 Hongkong Dollar. Prima. So, und hier vorne, wenn wir dann schon mal da sind, können wir uns auch die Gefälligkeit noch anschauen. Sehr praktisch, dass wir hier schon mal in der Nähe sind. Dann lassen wir die natürlich nicht gleich links liegen. Wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Aha, gibt es hier irgendwie was? Ein Tresor oder? Nö, ist nichts am Blinken. Ein kleiner Park. Da ist ein Gesundheitsschrein. Da ist ein Gesundheitsschrein. Und da links, ach, das sind wieder die Dragon Kick Mädels. Den Dragon Kick gibt es aber auch an jeder Ecke, ne? So, maximale Gesundheit erhöht, sehr schön. Ich glaube, das sind jetzt die 40%, die wir haben. Ne, das sind noch keine 50. Kann es sogar sein, dass das da vorne die Drogenrazzia ist, wo ich immer so meine Probleme mit hatte. Kann sein, dass das die sogar ist, die hier um die Ecke ist. Ah, wir kümmern uns um die Gefälligkeit. Die lassen wir erstmal links liegen. Drogenrazzien, so machen wir den Großteil dann wirklich in dem Stream. Ja, soll dem Fotografen hier helfen? Was können wir denn machen? I'm supposed to be creating a free running video. Okay. But I dropped this tab and now I'm kind of having trouble focusing. You're not a green lizard, are you? No. I don't think I should be running. I mean, but if I don't post this thing, the goblins are going to get me. Can you help me out, friend? You're my friend, right? Ja, natürlich. Free running? Yeah, just do whatever, man. I mean, use your wings if you want. Ich glaube, die Pille solltest du nicht mehr nehmen. Echo-Zeichen folgen, okay. Also wir sollen jetzt hier ein schönes Video für ihn drehen. Haben eine halbe Minute Zeit, den Parcours abzulaufen. So, die Leute feiern uns an. Feuern, nicht feiern uns an. So. Ist das dann noch ein Gesundheitsschrein oder ist das der, wo wir gerade waren? So, ab hier über die kleinen... Terrassen will ich nicht sagen. Verandas. Ja, Zeit wird knapp, aber hier ist das Ziel. Geschafft. 1500 Dollar etwas ansehen. In seinem Video hat er jetzt auch fertig, dass ihn die Kobolde nicht massakrieren. So, die Uhr sagt. Oh, hier unten ist jetzt noch eine Gefälligkeit aufgetaucht. Zeig nochmal, was du kannst. Kann sein, dass das nochmal Freerunning ist. Aber die heben wir uns mal auf. Wir bringen jetzt noch die Erdestatuen zurück.
Dann haben wir nochmal in einem anderen Part den Free-Running-Abschnitt. Was gibt's denn hier so Feines? Ein Hotdog. Nehmen wir einfach mit. So. Wieso kennt ja jeder unseren Namen? Was ist denn hier los? Jeder kennt unseren Namen und gleich ein Taxi, wie passend. So, kann der uns gleich dahin fahren? Das funktioniert wunderbar. So, mal wieder in unserer alten Heimat hier in North Point. Lang nicht da gewesen. Aber wir haben jetzt gleich zwei Statuen, das lohnt sich doch dann richtig. I found one of your statues. Tiger. Ah, the tiger. Thank you for the statue. It seems as though they're all finding their way back to me now. Perhaps that was their destiny from the start. What does that make me? Oh, I have no doubt your return to Hong Kong will affect many destinies. Not least your own. Yeah? Surely. That's why you came in the first place. Maybe I just wanted to move back. Maybe. Maybe I decided to break my own rule and train a known triad for no reason whatsoever. But I think we both know different. So tiefsinnige Gespräche hier. So. Wir wollen jetzt als nächstes den doppelten Sprungkick lernen. Der war auch ganz nice. Der war echt schick. So, sprinten, Kick und Kick. So, den ersten Sprungkick hier, den blocken sie öfters mal ab. Ich hoffe mal, dass jetzt diese Kombi durchgehen wird. Die ist nämlich echt schick. Diesen, ja. Big Boot hier nochmal hinterher quasi. So. Bein brechen. Den Kick hinterher, den haben wir auch ewig nicht gemacht, obwohl er ja so mega effektiv ist. Aber wir haben jetzt ja auch weniger, ja, weniger Schlägereien, sondern es läuft ja jetzt echt mehr auf, ja, Auseinandersetzungen mit Waffen hinaus. Von daher kommen wir auch gar nicht mehr so oft zu der Gelegenheit, das einzusetzen. Aber wir haben jetzt den doppelten Sprungkick erlernt, sehr schön. Und eigentlich müssen wir doch jetzt gleich die nächste Statue abgeben können, oder? Genau. Dann ab nochmal hinein. Wir sind noch nicht fertig mit unserem Training. I found one of your statues. The rooster. Drei fehlen good, noch. Good. What did you do in the States? What makes you think I did anything different than what I'm doing now? You have the feel of a man wearing another man's skin. It fits very well, and yet, if one knows a man underneath, it clearly isn't right. Okay. What would you like to know? So, jetzt können wir hier eigentlich den letzten Move lernen, den Dimmak, ein aggressiver Konter, der einen Gegner zurückwirft. Oder wir gehen hier unten weiter. Den Entwaffnungsangriff. Entwaffnen Sie den Gegner nach einem Sprint-Tackling. Ja, wir nehmen wir den mal. Klingt ja auch nicht so verkehrt. So. Ah, zack. Dann haben wir unsere Waffe. Also die haben einige getroppt, die haben jetzt irgendwie mal nur dazu gespawnt bekommen dann. Hätte man eigentlich schon früher machen können, aber die Moves, die wir oben bekommen haben, die waren ja auch nicht verkehrt. So. Hallo, hallo, hallo. So. Hätte man natürlich auch schon früher machen können. Ich habe gedacht, das zählt irgendwie, weil auf dem Symbol eine Pistole abgebildet war, dachte ich, das zählt nur für die Pistole. War aber nicht so. Können wir jetzt auch. Das heißt, wir werden auch hier auch immer mächtiger. Waffenträger sollten für uns dann auch kein Problem mehr darstellen. Waren bisher auch kein großes, aber ab und zu treffen sein ja doch mal ungünstig. So, wo ich hier gerade den Fight Club sehe. Hier ist auch nochmal ein Material Arts Club. Hier ist nochmal ein Material Arts Club. Und hier ist nochmal ein Material Arts Club. Die müsste man ja auch nochmal machen. Machen wir das jetzt. Die Zeit ist zwar eigentlich schon relativ ran, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir einfach nochmal so einen Natural Arts Club mit reinnehmen, wenn jetzt hier ein Taxi kommt. Es sind zwei vorbeigefahren, aber die haben wir natürlich wieder nicht erreichen können. Und jetzt tut sich einfach wieder nichts. Da ist eins. Komm. Neue Internetleitung ist das Hochladen kein Problem, da schieben wir jetzt auch noch so einen Natural Arts Club mit rein. So, fahren wir jetzt dann zum Parkplatz, haben wir wenigstens auch gleich ein Symbol für die Schnellreise in der Nähe. So. Dann müssen wir hier unten wieder
in unsere Tür hinein. Hier links durch diese Einkaufspassage kommt man nur raus, rein geht's da nicht. Deswegen müssen wir hier unten den Eingang nehmen. Gibt's aber echt die Dragon Kick Automaten auch an jeder Ecke. Meine Güte, wir müssen ja alle das Zeug saufen wie sonst was. So, dann haben wir nach diesem hier, wenn wir das jetzt schaffen, auch schon die Hälfte der Martial Arts Clubs erledigt. Auch in der Richtung geht's damit voran. So, gibt's noch irgendwie was Interessantes? Ja, möchte ich. The excellent Wei Shen. My fans will be very happy. Oh ja, das wären sie. So. Haben wir jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr live. Okay, es fängt schon mal harmlos an. Runde 1 von 6. So. Sind die damit schon K.O. oder kommen die wieder hoch? Ne, die kommen wieder hoch und die sind damit nicht ausgeschaltet. Wenn, dann müsste man die vielleicht hier runterschmeißen irgendwie. Hier oder in die Wand. Obwohl, das geht auch nicht weit runter. Upsala. Nein, ich möchte nicht abhauen. So. Ja, komm mal lieber hier ein bisschen mehr in diesen provisorischen Ring hier hinein. Dass wir uns mit einem hier eigentlich schon so lange aufhalten. So. Jetzt sind es zwei, okay. Im Anzug kommt er zum Fight Club, okay. Ich meine, wir können uns das erlauben. Aber bei dem wird er doch nur dreckig. Und blutig. Es ist nicht so, dass das im Grunde genommen dasselbe ist, aber... So, alle Gegner bisschen, ich sag bloß. Okay, der steht nicht mehr so schnell auf. Der zweite Kick scheint aber immer durchzugehen. So. Das ging fix. Sind's drei. So. Erledigt. Erledigt. Also das Bein brechen und dann dieser Kick aus dem Benommenen heraus. Der knallt die sowas von schnell weg. Oder ist der erste Vetter? Sind wieder drei, aber diesmal ist ein Vetter mit dabei. Ja, wolltest du nämlich das Bein brechen? So. Oh. Der hält einen Beinbruch mit Kick aus. Okay. Interessant. Ist doch nicht 100%ig instant tot. So. Okay, da mit denen haben wir jetzt auch kurz einen Prozess gemacht. Ist das jetzt Runde 5? Ja, Runde 5, die vorletzte. So. Zack. Ja, die Brawler halten so einen Kick aus. Aber ja, bringen die auch ganz schön down. Bisher haben die uns allgemein noch nicht ein einziges Mal getroffen. Aua. Mal kommen, sage ich das. Kommen wir tatsächlich einen ab. Ah, das hält uns natürlich nicht auf. Ah. So. Okay, der ist weg. So. Den fangen wir ab. Der hat jetzt auch keine Zähne mehr. Ah, traut sich nochmal. Oh, da schaut jetzt der zweite Sprungkick, wenn der durchgeht, das ist auch so brutal. So. Und auf geht's in die letzte Runde. Mit zwei Fetten dabei. Vier Fette, okay. Und wieso packe ich den? Wieso packe ich den? Das ist doch eigentlich mega dämlich. Das war jetzt aber eigentlich keine Absicht, aber. So. Netter Versuch. So. Na komm. So. So, doppelte Kick hilft gegen die Fetten auch ganz gut. So. Ich denke, das wird so
kein großes Problem für uns werden. So, der ist weg. Den brechen wir auch sein Bein. Der ist auch weg. Den haben wir auch so durch den Heldenkick töten können. Ja. Ich stehe doch eigentlich gar nicht auf den. Na komm. So, der weg. Noch zwei. Diesen Sprungkick können wir auch die ganze Zeit spammen einfach. Also wäre auch langweilig. Zack. Der letzte schöne Kick hat gesessen. Und damit haben wir auch den Metro Arts Club gemeistert. Die Hälfte ist damit geschafft. Das gibt ganz schön viel Ansehen. Ein Manhattan-Kampf aus für $30,000. Härter, solange die Ansehenanzeige aktiviert ist, erleidet bei weniger Schaden durch Angriff. Sehr schön. Das ist die Mental Arts Clubs, die bringen ordentlich Ansehen. Dann müsste man sich ja mal merken, dass wir die anderen beiden auch noch fix machen, um uns Ansehensstufe zu erhöhen. Gibt ja immer schöne nette Boni. Aber gut, das war's dann soweit für heute. Ich hoffe, ihr seid dann auch morgen wieder mit dabei. Dann können wir uns mal wieder der Hauptmission widmen. Bis dann!